Hä? So, schönen guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Ich hoffe, ihr sitzt noch gemütlich beim Frühstück. Und statt euch nett mit eurer Familie zu unterhalten, schaut den Rasenfreak. Oh nein, was habe ich getan? Das Wichtigste fehlt noch. Die berühmte Kuh. Wir schließen natürlich erstmal die Werkstatt auf. Aber heute möchte ich euch mal sagen, was macht meine Frau da? Guten Morgen, ja? Guten Morgen, will ich sagen. Sag mal den Fans guten Morgen, die sind nämlich gerade beim Frühstücken. Das weißt du doch gar nicht. Doch. Ups, so sagt hier gleich die Kamera durch. Ja, lieber Anfix, woran erkennt man, dass die Saison startet? An der Natur. An der Natur. Und zwar an den Pflanzen. Die zeigen uns, dass es losgeht oder wann es losgeht. Allen voran die Forsythie. Die Forsythie ist tatsächlich die Zeigerpflanze für den Start in die Rasensaison. Ja, unsere Forsythie ist tatsächlich noch nicht so wirklich ausgeschlagen. Die quält sie noch so ein bisschen. An anderen Stellen bei uns im Dorf, da ist die schon in voller Pracht, die Forsythie. Aber das ist die Pflanze, die hier mit diesen Blüten, das ist die Pflanze, die euch sagt, dass es losgeht oder wann es losgeht. Denn wenn die Forsythie blüht, dann könnt ihr tatsächlich das erste Mal düngen. Ich habe tatsächlich auch noch nicht gedüngt, weil es bei uns die letzten zwei Wochen immer noch relativ kalt war. Wir hatten einen ganz kalten Ostwind. Heute ist es das erste Mal so ein bisschen milder, so 12, 13 Grad. Haben wir heute am 10. März. Und ich werde tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen düngen. Ich wollte eigentlich den Regen nutzen, damit der Dünger gleich in den Boden gespült wird. Es sollte Dienstag regnen hier bei uns, aber der Regen ist abgesagt. Und es ist verrückt. Den ganzen Winter Regen ohne Ende. Und jetzt zum Starten der Saison, wo wir doch ab und zu wieder Regen brauchen, regnet es hier bei uns im Norden, in der Nähe von Hannover, Niedersachsen, überhaupt nicht mehr. Und ich habe schon überlegt, die Bewässerungsanlage jetzt wieder zu aktivieren. Das kann ich auch machen, wenn jetzt die Bodenfröste vorbei sind. Aber diese Ventile, diese Bewässerungsventile, die dürfen halt eben keinen Frost abkriegen. Die sind direkt am Haus. Da kann es auch mal nachts so 1 Grad Frost geben. Aber deswegen warte ich noch damit. Und ohne Wasser macht es auch nicht viel Sinn zu düngen, denn der Dünger muss tatsächlich über das Wasser in den Boden eingespült werden. Ja, und auf jeden Fall geht es jetzt los. Ja, was kann man düngen? Was ist jetzt der ideale Dünger zum Starten dieser Saison? Tatsächlich stickstoffbetont, also schon darf der ein bisschen mehr Stickstoff haben. Es darf auch ein bisschen kräftiger gedüngt werden. Es muss so einen richtigen Push geben, damit das Gras so richtig auch dann aktiv wird. Damit das Gras auch wirklich dann anfängt zu wachsen und herauszuwachsen. Und dann schließen sie auch die Lücken. Ihr habt mir geschrieben, dass ihr so unglaublich viele Lücken habt. Ich habe auch Lücken hier. Gerade auch durch die Wurmhäufchen sind viele Lücken entstanden, auch in den Schattenbereichen. Und das Gras wird diese Lücken in der Regel auch schnell wieder schließen. Durch Wachstum, durch das Mähen, durch den Dünger, durch den Stickstoff. Das ist der Motor, das Benzin für das Wachstum der Gräser. Und dann geht es auch richtig los. Wir haben jetzt Mitte März, viele Jahre lang ist die Saison erst im April richtig durchgestartet. Dieses Jahr ist es tatsächlich relativ früh. Und ja, aber man darf darauf und sollte darauf natürlich jetzt reagieren. Es kann noch mal kalt werden. Das macht nichts. Ja, und neben den ganzen Lücken, die wir hier alle auf unseren Rasenflächen haben, die meisten, sage ich mal, auf unserer Rasenfläche haben, habe ich auch tatsächlich viele Bereiche, die diesen Winter sehr, sehr, sehr braun geworden sind, wo man deutlich merkt, da sind Pilzkrankheiten gewesen, da ist das Gras krank geworden. Auch da sieht man, dass die Nährstoffe fehlen. Stickstoff, Phosphor, Kalium, das sind ja die wichtigsten Nährstoffe, plus das Magnesium. Das muss die Pflanze haben, um vernünftig wachsen zu können, um auch widerstandskräftig zu sein, um die ganzen Krankheiten überwinden zu können, die natürlich durch die viele Feuchtigkeit hier auch auf der Fläche entstanden sind. Das heißt also wirklich, das beste Mittel,
um jetzt schnell einen schönen Rasen zu bekommen, heißt düngen, heißt Nährstoffe geben. Und dann wird das sich auch ruckzuck alles verändern. Ruckzuck wird das braune Gras verschwinden. Die Fläche wird schön grün werden. Keine Angst, das passiert. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie viel Nährstoffe, vor allem wie viel Stickstoff, soll man übers Jahr auf seine Fläche streuen? Und da gibt es sehr unterschiedliche Philosophien. Und das ist auch sehr stark abhängig von den Gräserarten, die ihr auf eurer Rasenfläche habt. Also es gibt Gräser, die sind sehr genügsam, wie zum Beispiel der Rotschwingel, die Festuca rubra, die braucht praktisch überhaupt keinen Stickstoff. Da gibt es Leute, die sagen, die kommt mit 5 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr aus. Das finde ich persönlich zu wenig. Ich glaube, so zwischen 12 und 16 Gramm Stickstoff pro Jahr ist für die Festuca auch ganz gut, damit sie auch schön aussieht. Auch andere Gräser brauchen relativ wenig Stickstoff, aber es gibt auch Gräser, die besonders viel Stickstoff benötigen, wo 16 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr nicht ausreichen. An allen voran das deutsche Weidelgras, das ist schon ziemlich hungrig. Und aber auch die Poa supina, die wirklich viel Stickstoff braucht, damit sie gut wächst, damit sie kräftig ist. Und das muss man natürlich bei so einem Pflegeplan berücksichtigen. Ich versuche tatsächlich seit Jahren hier meine Gräser umzustellen auf den Rotschwingel, auf eben genügsame Gräser, um mit wenig Wasser auszukommen, um mit wenig Stickstoff auszukommen. Das ist kein leichter Weg. Und das erzeugt schon ganz schön viel Frust auch manchmal. Aber im Laufe der Jahre, das ist jetzt schon das dritte Jahr, wo wir hier dabei sind, im Laufe der Jahre verändert sich die Fläche. Und man muss natürlich auch die richtigen Gräser nachsehen, immer wieder nachsehen, damit der Bestand sich verändert. Was kann man also tun, um eine schöne, dichte, grüne, gesunde Rasenfläche zu bekommen? Allen voran tatsächlich mähen. Das Mähen ist eine der wichtigsten Pflegemaßnahmen. Regelmäßig mähen, vor allen Dingen auch die Schnitthöhe konstant halten, das Gras nicht so weit rauswachsen lassen, die Ein-Drittel-Regel beachten. Das heißt, maximal ein Drittel der gesamten Halmlänge abschneiden. Und um das eben einzuhalten, muss man tatsächlich je nach Schnitthöhe 2 bis 3 Mal pro Woche mähen. Allein das erzeugt schon eine dichte Rasenfläche, weil das Gras eben dann in die Breite wächst, unten neue Halme, neue Triebe bildet, wenn es oben abgeschnitten wird. Das zweite ist das Düngen, natürlich ganz wichtig. Da muss die Nährstoffversorgung passen, die muss zu den Gräsern passen. Eine gleichmäßige, übers Jahr verteilte Düngung ist ganz wichtig. Und das dritte ist letztendlich die Bewässerung. Rasen braucht Wasser. Die Wurzeln können nur über das Wasser die Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen. Und ohne Wasser im Boden vertrocknet die Pflanze, kann sie die Nährstoffe nicht nutzen. Und deswegen muss tatsächlich bei Bedarf auch bewässert werden. Das sind die drei wichtigsten Dinge. Darüber hinaus gibt es noch viele andere wichtige Dinge. Wenn ihr euch da näher mit befassen wollt, schaut mal hier in meine Videoreihe zum Thema Ein Rasenfreak will's wissen. Da habe ich so die ganzen Themen ein bisschen ausführlicher besprochen. Das ist Wissen aus meinem Greenkeeper-Lehrgang, den ich vorletztes Jahr abgeschlossen habe. Da kommt das ganze Wissen her und natürlich aus vielen schlauen Büchern, die ich auch gelesen habe. Und das habe ich versucht, in diese Videos zu packen. Also wenn euch das interessiert, schaut gerne mal rein. Sonst schaut mir gerne weiter zu. Ich werde diese Themen immer wieder mal ansprechen. Ich werde auch natürlich Videos machen, wo ich nur mähe oder wo ich in meiner Werkstatt schraube. Das ist beim Rasenpflück sehr abwechslungsreich. Das ist so ein bisschen auch, das kommt auch ein bisschen drauf an, wozu ich Lust habe. Und deswegen, manchmal gibt es so einen Content und manchmal gibt es auch ein bisschen Quatsch. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak freut sich auf euch. Dieses Video wird unterstützt von der Firma Grasshopper. Firma Grasshopper ist seit 2007 mit ihren Produkten im Profibereich unterwegs, also bei Golfplätzen aktiv und in der Fußball-Bundesliga. Ihre Mission ist eine sinnvolle Rasenpflege im Einklang mit der Natur. Was heißt das? Das bedeutet eine angepasste Nährstoffversorgung, vor allen Dingen nicht so viel Stickstoff und natürlich möglichst wenig Pflanzenschutzmittel. Zusätzlich setzen sie auf pflanzliche Nährstoffe
und natürliche Biostimulantien wie Meeresalgen und Huminstoffe für die Gesundheit und Widerstandsfähigkeit der Pflanze. Auch Bakterien und Mikroorganismen spielen bei ihrem Pflegekonzept eine entscheidende Rolle. Und das finde ich super und deswegen benutze ich die Produkte von Firma Grasshopper. Und ihr könnt sie jetzt auch benutzen. Ab sofort sind alle diese Produkte im Shop verfügbar und jetzt auch in der praktischen 6-Kilo-Box. Und außerdem haben wir etwas Besonderes für euch uns überlegt. Wir haben einen einfachen und nachhaltigen Düngeplan entwickelt für euch, den ihr selbstverständlich kostenlos von unserer Homepage herunterladen könnt. Also schaut mal bei uns auf der Homepage nach oder bei Grasshopper im Shop nach. Da ist der Pflegeplan auch für euch verfügbar. Und wenn ihr natürlich tiefer einsteigen wollt in die Rasenpflege, gibt es eben neben den Produkten im Pflegeplan hier noch weitere coole Produkte für euch zu kaufen. Und zum Schluss möchte ich euch noch auf den 5% Rabattcode hinweisen, der ab sofort dauerhaft zur Verfügung steht. Rasenfreak 5. Also schaut mal im Shop nach. Yeah.